Liebe Schwestern, liebe Brüder, das Wort im heutigen Evangelium vom Feuer klingt so gar nicht nach dem sanften Jesus, den wir vielleicht spontan normalerweise vor unserem geistigen Auge haben. Noch irritierender ist das Ende dieser Perikope: Spaltung, nicht Friede und Eintracht, sagt Jesus voraus. Wie ist das zu verstehen? Sagt der Auferstandene nicht denselben Aposteln, Friede sei mit euch? Und beten wir nicht vor der heiligen Kommunion jeweils, schenke deiner Kirche Einheit und Frieden? Natürlich, liebe Schwestern und Brüder, möchte Jesus den Menschen den Frieden bringen, die Versöhnung und den Frieden mit Gott und die Einheit und den Frieden untereinander. Feuer steht für Licht und Wärme, aber auch für Klärung und Reinigung. Im biblischen Sprachgebrauch, dessen sich Jesus bedient, sind beide Seiten des Feuers enthalten. Jesus wendet sich an die Apostel, an seine Freunde, die mit ihm auf dem Weg nach Jerusalem sind. In dieser Situation spricht er diese Worte. In Jerusalem findet das Gericht über Jesus statt, und dort wird dann die Taufe geschehen, nach der er sich so sehr sehnt, sein Hineintauchen in das Leiden, das zugleich die Größe seiner Liebe zeigt. Die ausgebreiteten Arme am Kreuz sind ein Zeichen dafür, dass Jesus alle Menschen an sich ziehen möchte. Aber dieser liebende Wille Jesu achtet unsere Freiheit. Gott zwingt uns seine Liebe nicht gegen unseren Willen auf. Er wirbt um unsere freie Antwort. Er zeigt uns, wie weit er bereit ist, für uns zu gehen, bis zur Hingabe seiner selbst. Jesus weiß, dass die Liebe Gottes, die er bringt und zeigt, auch Zurückweisung erfahren wird. Jesus weiß, dass es Menschen gibt, die Nein zu dieser Liebe sagen. Er weiß, dass es sogar unter denen, die er seine Freunde nennt, solche geben wird, die ihn verraten und verlassen werden. Aus Angst, aus Feigheit, aus Habsucht, aus welchen Motiven auch immer. Die Liebe Gottes ist nicht harmlos. Wenn wir sie annehmen, will sie uns hineinnehmen in die göttliche Dynamik, in die Logik der Liebe, sich zugunsten der anderen einzusetzen, auch dann, wenn es weh tut. Deswegen gab es, gibt es und wird es hier in diesem Leben auch immer wieder Widerspruch gegen diese Liebe, gegen dieses Feuer geben. Dennoch hat das Licht dieses göttlichen Feuers das Leben vieler Menschen erhellt. Mehr als 13.000 Ehrenamtliche engagieren sich allein im Erzbistum Köln, in der Caritas, in der Haushaltskranken- und Familienhilfe, in Altenclubs und bei Besuchsdiensten. Jeder von uns, jeder Getaufte und Gefirmte, mit dem Heiligen Geist, mit diesem Feuer Gottes Beschenkte, ist berufen, dieses Feuer der Liebe in sich zu tragen, leuchten zu lassen und weiterzugeben. Jeder von uns weiß allerdings, es ist nicht immer einfach, Liebe zu schenken. Wo wird mein Vorrat an Geduld, an neuer Zuwendung auch bei Enttäuschung aufgefüllt? Wo kann ich auftanken? Ich kann doch nicht immer nur geben und schenken. Als Kaplan lernte ich in der Gemeinde eine Frau kennen, die ihren gelähmten Mann seit über 10 Jahren mit großer Geduld pflegte. Es war nicht immer leicht, denn er war kein einfacher Patient.
Das kann ich nur, so sagte sie, weil ich jeden Sonntag in die heilige Messe gehe. Da bekomme ich neue Kraft für meine Aufgabe. Liebe Schwestern und Brüder, auch wir sind jetzt eingeladen, den Vorrat unserer Liebe an der unversiegbaren Quelle der göttlichen Liebe aufzufüllen. Dann können wir auch im Alltag aus diesem Vorrat schöpfen.